another authority sentry. Walker, Dr. Kvasir is still... Ja, die kann noch mal einen Moment warten. Wo war denn die Geschichte hier? Der Sprung. Spurt. Zerschmettern, da kann ich nichts mehr skillen. Da habe ich schon alles. Der Overdrive. Gesundheitsregeneration. Slam war... Das war von oben, genau. Dash war diese Geschichte. Ich denke, hiervon kann ich noch mehr was holen. Ja, warum nicht? Das hier, ich bin so oft per Fuß unterwegs. Da kann ich mir das auch holen. Ach so, Lichtbrechungstarnung. Genau, habe ich jetzt keinen... Nee, ich dachte schon. Es muss doch nicht sein, oder? Es muss doch nicht sein. Ich probiere das hier mal aus. Ich kann nicht sagen, dass das jetzt viel war. Da sitzt doch ein kleiner Mann vorne drin. Die stehen ja nicht abknallen. Der ist explodiert. So. Was genau gibt's hier zu holen? Eine große Kiste, zwei kleine und natürlich zwei Datenpads. Es hätte auch nicht anders sein können. Es müssen Datenpads sein. Unbedingt. Macht schön ab wieder da rein. Muss nur wieder nach dem magischen Licht aus. Die mich verarschen? Okay, die fahren weg. Der Turm macht Hackfleisch aus denen. Das finde ich gut. So, ihr fällt mir das. Das? Ach, das ist die Kiste. Nein, ja, ich habe das Ding hier gesehen. Ich glaube, ich habe einen verlorenen Ranger gefunden da vorne. Aber natürlich das allseits beliebte Datenpad ist wieder was, was fehlt. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie man die einfacher ausmachen kann. Ich habe eigentlich gedacht, durch dieses Licht, was man sieht. Das sieht man aber nicht immer. Thank you.
Das sieht man anscheinend nur in wirklich extremen... extremen Fällen, wenn es wirklich sehr dunkel ist. Ich sehe es zumindest nicht. Nee, es muss draußen sein. Ich wusste doch, ich höre was. Ja, den kann man uns später irgendwann holen. Ich habe eine Unterhaltung mit einem Datenpad zu führen. Ist das Musik? Keine Ahnung. Liegt es vielleicht wieder irgendwo auf dem Boden? Ich guck nochmal, ob ich es sehe. Durch Licht vielleicht? Ich weiß, dass sie ein schwaches Licht abstrahlen. Allerdings ist das... Wenn es nicht gerade... völlige Finsternis ist und die Dunkelheit herrscht, so gut wie nicht zu sehen. Das ist der Preis dafür, wenn man wirklich alles finden will. Man muss halt danach suchen. Im Äußersten. Bis jetzt waren die aber immer irgendwie nicht arg versteckt, sondern schon, dass man sie leicht entdecken könnte, wenn man die Augen aufmacht. Ich suche jetzt wieder ewig lang und dann finde ich's und denke, ja, toll, das hättest du auch sehen müssen. Dass wieder irgend so ein richtig dummer Ort ist. Es ist aber wahrscheinlich eher nicht hier drin, weil hier war das andere schon. Es muss draußen sein. Steg? Fehlt doch noch, oder? Ja. Hm. Ich weiß nicht, was für eine Musik ich da hinten höre. Oder ob das überhaupt Musik sein soll. Ich habe keine Ahnung. Da ist es. Ich hab's gesehen. Ja, man sieht das Licht. Solange es hell ist, sieht man das überhaupt nicht. Ganz, also wirklich ganz, ganz schwach. Aber es war nicht versteckt. Also es war schon gut einsehbar. Sagen wir es mal so. Es war gut einsehbar. So, zum Turm will ich nicht, nur zu dem Ranger-Kerl. Das ist eine echt coole Fähigkeit.
Ich will schon. Wo ist meine Maus? Achso, mit A? Ich kann nicht mit A scrollen, ich kann mit S scrollen, ja. Mit, entweder mit dem Mausrad, logischerweise, oder mit W und S, aber nicht mit A, so wie es da steht. Das ist ja, also... Ne. So spricht sogar die Sprache. Okay, also, was ich bis jetzt von denen mitbekommen habe, von den ganzen Rangern, ist, dass die Mutanten, die hier im Sumpf leben, sehr viel intelligenter und gefährlicher sind. Und dass sie wie eine Art Hierarchie haben und immer irgendeinem Superboss Opfer bringen. Keine Ahnung. Das ist mein Stand der Dinge. Hier habe ich noch was vergessen. Oh, okay. Sobald ich springe, hört es auf. Das ist gut zu wissen. Turbo. Nee, ich gehe so. Zur Hölle. Was ist das? Ach, dachte ich, dieses hier. Ja, hier war ich schon. Oh. Kann ich hiermit fahren? Ich find's gut, wie es einfach schon Hoverboard. Wo kann ich hier einsteigen? Hier? Hier? Ich möchte... Ich kann hier nicht mitfahren. Es scheint, als ob ich, als ob es mich gar nicht registriert, dass ich da draufstehe. Ich kann es zumindest anschieben, so wie es aussieht. Keine Ahnung. Ich bin sowieso schneller. Kann ich das eigentlich noch mehr skillen? Warte mal. Projekte. Nein. Nanotreten. Verdammt, habe ich schon... Das gefällt mir. Okay. Was ist hier in dem merkwürdigen Dschungel los? An einem Ort wird Musik gespielt. Komische Musik. Was geschieht hier? Komisch, dass hier wirklich überall diese Graspflanzen wachsen. Hier. Was ist das hier, Vorläufer? Was soll das heißen? Einfach nur ein Außenposten. Der Außenposten halber. Laguni. Hier sind noch einige Sachen, die nicht... Ich glaube, ich fliege hier runter. Habe ich irgendeine Arche in der Nähe? Ja. In der Richtung, das ist eigentlich hier, wo ich schon war. Da gehe ich allerdings gerne hin. Da möchte ich doch gerne einen Icarus. Doof nur, dass ich das nicht während dem Fliegen einsetzen kann. Diesen Modus. Übrigens, wenn er so fliegt, drücke ich nur nach geradeaus. Ich drücke sonst nichts. Wenn ich jetzt Shift, wenn ich jetzt auf den Berg zufliege, fliegt er automatisch nach oben. Wenn ich Shift drücke, dann
gibt da so ein bisschen Gas. Aber auch nicht wirklich. Hat schon was. Stopp, stopp, ich muss meine Position überprüfen. Fliegt noch richtig. Hallo? Was ist das denn? Da bin ich ein bisschen zu schnell geflogen. So, das muss hier sein. Da ist die Arche. Jackpot, Alter. Dieses Auto sieht, das will ich fahren. Den Truck, der da steht. Egal, wem es gehört hat. Jetzt gehört es mir. Weh, macht mein Auto kaputt. Die haben Schilder. Ah, da ist jemand drin. Vielleicht sollte ich die erstmal kämpfen lassen. Was ist das denn? Hey, hey, hey. Hallo, kämpf doch gegen den Mech. Was ist denn dein Problem? Ja, das habe ich mitbekommen. Das ist definitiv nicht die Waffe, die ich haben wollte. Das bringt überhaupt nichts. Diese Waffe, ich dachte, die wäre gut. Vielleicht benutze ich sie auch einfach nur falsch. Das kann definitiv sein, aber... Ich habe mich mit dem Sturmgewehr halt sehr gut angefreundet. Ich habe dich schon gesehen da oben. Bah! Pacified. Da, ach, warum ist es denn immer ein Datenfeld? Egal, ich werde es finden. Keine Sorge. Monster Truck. Ich werde dich fahren, mein Freund. Früher oder später. Den, so einen würde ich auch mal gern fahren, aber die sind immer sofort kaputt. Ist nicht so schön. Ich gehe da erstmal rein. Das Zeug kann ich gleich auch noch suchen. Was ist das denn? Ein Ballon. Security scanning complete. Welcome to Arc 412B. Ja, mal auf den. Noch eine Fähigkeit. Barriere. The barrier accession gives you the ability to create a temporary barricade, which will block incoming projectiles. Okay. Also ich habe F, Space und C. Ach, wie niedlich. Again. Barrier accession to protect yourself against simulated enemy fire. Ich bin dir superior, mein Freund. Good.
Again, please. Ja, aber... Achso. Was? Achso, ich kann da einfach durchlaufen. You have successfully completed your barrier exception. Ja, nice. Das ist sehr schön. Guck mal, was ich da so skillen kann. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Das hier, das habe ich schon gesehen. Das wird immer noch als neu angezeigt. Verlängert die Dauer. Das wäre sehr gut, weil Overdrive. Bah! Die Barriere wird größer. Die Barriere wird noch größer. Oha. Ja. Gucken wir mal. Geht's nicht raus? Also. Finde ich jetzt nicht so gut. Was? Warum sind es immer nur diese zwei? Keine Ahnung. Du kannst nicht entkommen. Hä? Was war das denn? Tja. Gibt's denn sowas? Ich glaube, ich habe hier einen Soundbug eingefangen. Ich bin mir da nicht so sicher. Hier gibt es hier vielleicht ein Datenpad. Wer hätte das geahnt? Das war's doch schon. Ich muss nur noch die zwei Kisten finden. Das hat sich ja bis jetzt als nicht das Riesenproblem aufgetan. Eher nach einer klitzekleinen Suche sind sie dann doch meistens aufgetaucht. Vielleicht wieder irgendwo abseits, ganz leicht. Da drin oder so. Nee. Da hinten auf dem Parkplatz? Könnte ja doch dazugehören.